In dieser Episode wandern wir mit euch den berühmten Valley of the Winds Walk in den Olgas, umrunden den Ayers Rock einmal zu Fuß und das alles zusammen mit unseren absolut besten Freunden, nämlich 1 Million Fliegen mindestens. Guten Morgen aus dem Outback. Es ist 5:30 Uhr am Morgen und wir sind längst auf den Beinen. Heute steht ein absolutes Highlight auf dem Programm, der Uluru National Park mit den Olgas und natürlich dem Ayers Rock. Wir zahlen den Eintritt für 3 Tage, die Schranke geht nach oben und dann, endlich, sehen wir den Ayers Rock in der Ferne. Aber bevor wir ihn besuchen, biegen wir ab und fahren zu den Olgas. Wir sind deshalb so früh unterwegs, weil wir den Valley of the Winds Walk wandern wollen, Temperaturen um die 40 Grad angesagt sind und der Wanderweg wegen Hitze ab 11 Uhr schließt. Die Olgas sind 36 wie Kuppeln aussehende Berge, die 36 Kilometer vom Ayers Rock entfernt im Uluru National Park liegen. Aborigines nennen sie Katatiuka, was übersetzt viele Köpfe heißt. Weil die Berge so nah beieinander stehen, gibt es viele Schluchten und Täler. Der wohl bekannteste Wanderweg führt durch das sogenannte Valley of the Winds. Der Weg ist ungefähr 7,5 Kilometer lang und er hat 2 Lookouts. Na, dann kommt mal mit! Hier ist übrigens ein Parenti, die größte Echse Australiens. Wir empfehlen, die gesamte Wanderung zu machen und nicht nach dem 2. Lookout umzudrehen. Man wird mit fantastischen Ausblicken belohnt. Vielleicht mal ein Wort zu den nervigen Fliegen. Leider sind wir zu einer Zeit im Outback, wo es eine wahnsinnige Fliegenplage gibt. Diese Plage gibt es nicht immer. Und eigentlich sind die Fliegen auch nicht so schlimm, weil sie nicht stechen, aber sie sind einfach nur penetrant, diese Biester. Gegen Mittag sind wir zurück beim Auto. Auf geht's zum Ayers Rock, der bei den Aborigines übrigens einfach nur Uluru heißt. Wir steuern erst einmal den Campingplatz an und schlagen unser Lager für die Nacht auf.
erkunden wir zum ersten Mal die Umgebung des Ayers Rock auf der Suche nach dem besten Ort für den Sonnenuntergang. Wer jetzt denkt, wir verbringen den Sonnenuntergang romantisch zu zweit, irrt. Wie immer leisten uns jede Menge Fliegen Gesellschaft, zum Glück. Am nächsten Morgen sind wir wieder super früh wach. Wir wollen den Sonnenaufgang auf keinen Fall verpassen. Fahren wir zum Maler Walk Parkplatz. Von dort aus wollen wir heute Vormittag einmal um den Ayers Rock laufen. Hier konnte man übrigens früher auf den Ayers Rock klettern. Aus Respekt vor den Aborigines, für die der Uluru heilig ist, ist das aber seit Oktober 2019 nicht mehr möglich. Wir starten also die 10 Kilometer lange Rundtour um den Ayers Rock. An einigen Stellen darf man aus religiösen Gründen nicht fotografieren. Der Weg ist komplett eben, nur die Sonne und die Fliegen fordern uns etwas heraus, aber lasst euch davon nicht abschrecken.
Zurück im Auto sagen wir dem Eierstock Tschüss und peilen als nächstes Ziel einen Tankstopp beim Curtis Roadhouse an. Dort empfiehlt man uns, beim Aussichtspunkt für den Mount Conner einfach mal auf der gegenüberliegenden Seite die Sanddüne hochzuklettern und dann, ihr werdet sehen. Weiter geht's nach links zum Kings Canyon. Er wird nicht so oft besucht wie der Ayers Rock. Ein großer Fehler, wie wir euch in der nächsten Episode zeigen. Aber erst einmal checken wir beim Kings Canyon Campingplatz ein und kochen uns in der campingeigenen Küche Nudeln mit Tomatensauce. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wo wir euch mit auf eine richtig geniale Wanderung durch den Kings Canyon nehmen. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald!